Wir suchen die Besten im Westen. Aber nicht im Fußballspielen, zumindest nicht so ganz, sondern die Besten im an die Latte schießen. Und gut, das liegt dann natürlich nahe. Wenn wir die Besten im Westen im Lattenschießen suchen, dann suchen wir nach den besten Lattenkrachern. Das Format ganz einfach. Jeder schießt 5-mal nacheinander. Probiert die Latte abzuschießen. Der die meisten trifft, klar, der gewinnt am Ende das ganze Format. Es gibt aber auch eine Teamwertung, wo alle Treffer der Teams zusammengerechnet werden. Da dasselbe Prinzip. Der mit den meisten Treffern sichert sich die Krone. Und wisst ihr was? Ich zeige euch mal kurz, wie es geht. So, und jetzt gilt vor allen Dingen für die Spieler. Aufpassen. Guckt euch mal was ab. So geht's. Sind wir mal gespannt, ob die Jungs das auch hinkriegen. Rot-Weiß-Aalen zu Gast beim Westen Lattenkracher. Und ich glaube, ihr habt auch ein, zwei im Team, die es richtig krachen lassen können. Gianluca Mazzullo, du kennst dich hier im Stadion ja super aus, hast hier selber gespielt. Meinst du, die Erfahrung hier auf dem Rasen hilft dir jetzt bei der Challenge? Ja, ist immer schwer bei so einer Challenge, aber ich werde mein Bestes geben dafür. Okay. Kevin Karlert? Ja, wir wollen gewinnen, ist doch klar. Und ich glaube, du hast auch schon ein Tor gegen Galatasaray geschossen und dann machst du hier auch ein Tor oder einen Lattentreffer im Stadion am Zoo, oder? Das ist no pressure. Ich sag wirklich, das kriegen wir hin. Okay, also die Jungs fest entschlossen und dann, glaube ich, fangen wir mal an. Schauen wir, was sie so drauf haben. Gianluca, deine 5 Schüsse. Bist du überhaupt richtig fit? Ich habe gehört, dass deine Rippe ein bisschen Aua hat. Ja, ich bin ein bisschen gehandicapt mit dem Rippenbruch, aber ich werde auf jeden Fall hier alles geben, um den Verein ganz weit nach vorne zu holen. Oh, das hört sich ja so richtig Fußballer, so Standardfloskeln an. Mal gucken, ob er dann wenigstens jetzt rausstichst mit geilen Versuchen. Ich sag ja, auf geht's, los geht's. 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Ah, der noch nicht ganz. Hey, Junge. Yeah, nee. Ich sag, jetzt bist du warm. Nicht so nächste Woche. Ja. Oh. Ja, komm, ein Mast, komm. Ja. Jawohl, jawohl. Ja, am Ende dann noch so gerade einen rausgeholt. Ja, und mit null geht nicht. Deswegen ein bisschen Druck habe ich gehabt, aber zum Glück. Ja, mit kaputten Rippen, ne? Da geht das dann auch. Aber es läuft. Es läuft. Wir haben ja jetzt noch Chian und Galle, die machen das schon. Das Schöne ist, die haben keine Ausrede. Du kannst ja wenigstens sagen, ja, meine Rippen sind kaputt. Also, das heißt abliefern, meine Herren. Einer, der abliefern muss, das ist jetzt Cihan Özkara. Schon bei Sivasspor in der ersten türkischen Liga gespielt. Legt man da viel Wert auf gute Technik in der Türkei? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Muss jetzt liefern. Ja, bedeutet 5 von 5. Alles andere ist eine Enttäuschung. Cihan Özkara, die Bühne gehört dir. Oh! Ja, jetzt kein Druck. Kein Druck, Cihan, kein Druck. Ja, der ist... Jawohl, Junge, der ist gut. Oh, der zählt doppelt. Cihan, sehr gut, Junge. Ja, da bist du drin. Oh. Waren 3, Junge, sehr gut. Sehr, sehr guter Durchgang. Sehr, sehr guter Durchgang. Bist du zufrieden? Nee. Nee? Ah, nee, der eine oder der zweite muss auch sitzen, glaube ich. Gut, aber ich gratuliere trotzdem schon mal zu einer starken Runde. Und jetzt darf Kevin Karlert, der Capitano, am Ende entscheiden, ob es das sinkende Schiff ist, das er jetzt als letzter verlässt, oder aber ob er die richtig und sichere Hafeneinfahrt findet. Ja, Kevin Karlert. Eigentlich liegt sie ja eher mit dem Kopf, ne? Wie gegen Rot-Weiß Essen. Schauen wir hier übrigens nochmal rein. Fan, ihr seht's da unten. Die hüpfen hier gerade. Die haben einmal Malle Urlaub nur zu Hause von der Stimmung her. Und wieder geht der durch und das ist das 2-0. Unfassbar, Kevin Karlert, der Capitano. Meinst du auch, mit dem Fuß wird das heute was? Mein Bestes, also. Mit dem Kopf wäre natürlich einfacher, aber ich denke, ich habe auch einen ganz guten rechten Fuß. Komm, wir gehen mal die Linie entlang hier. Guck mal, führ mal, wie weit das ist. Meinst du, das schaffst du überhaupt? Hast du so einen harten Schuss, dass du hier bis dahin schießen kannst? Das wird eng, aber ich schaff's. Okay, Kevin, ich nehme dich beim Wort. Und jetzt, bitteschön, 5-mal die Nummer 5.
Oh, Kalle, weniger Kraft. Weniger Kraft, Junge. Ja. Oh. Jetzt aber. Ja, Kalle, da bist du doch. Unfassbar, auch mit dem letzten. Also Gianluca Mazzolo und Kevin Kalert so gerade mit einem Treffer. Janet Kara, der große Held von Rot-Weiß Aalen. Wie häufig möchtest du das in der nächsten Saison hören? Ja, ich hoffe häufiger. Ja, jedes Spiel? Ja. Jedes Spiel? Hoffen wir mal. Okay, ich bin wahnsinnig drauf gespannt. Und wir gucken jetzt erstmal drauf, was das für Rot-Weiß Aalen bedeutet. In allererster Linie bedeutet es für Aalens Lattenkracherheld Cihan Özkara Platz Nummer 1. Als bisher einziger Spieler mit 2 Treffern. Und dahinter, ja, da ist die Riesenbrigade an Jungs mit einem Treffer, in die sich auch Kevin Kalert und Gianluca Mazzolo einreihen. In der Teamwertung, surprise, surprise, auch Rot-Weiß Aalen jetzt auf Platz 1 mit insgesamt 4 Treffern, verdoppeln also mal eben kurz das, was die bisherigen Tabellenersten an Treffern hatten. Endfazit, Jungs, was sagt er? Zufrieden oder war da mehr drin? Ja, da war definitiv mehr drin, also ist schon enttäuschend, muss ich sagen. Rot-Weiß Aalen also enttäuscht nach dem Lattenkracher, hoffentlich nicht nach der nächsten Saison. Beides, wie das ausgeht, einmal der Lattenkracher und die neue Saison, seht ihr hier bei uns live und exklusiv auf Sport Total. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.